Glück auf, liebe Schalker. Pünktlich zum nächsten Heimspiel melden wir uns wieder vom Kia Autotalk. Wir spielen morgen gegen den FC Paderborn. Letzte Woche, Abi, hast du schon prophezeit, wir müssen beide Spiele gewinnen. Ein Spiel, Hausaufgaben haben wir gemacht, überragend gespielt, Gott sei Dank. Wie sieht es aus für morgen? Tja, als erster muss man mir sagen, dass wir gegen St. Pauli sehr gut gespielt haben. Wir standen gut, wir haben auch hinten ganz ordentlich gespielt. Wir haben die Außen vor allen Dingen, was ich ja immer gesagt habe, außen zuzukriegen. Das hat diesmal super geklappt. Wir haben gut gepresst. Das Spiel war sehr gut. Paderborn hat natürlich St. Pauli hat einiges zugelassen. Aber wir haben natürlich unsere Chancen ausgenutzt und so muss es sein zu Hause. Wir haben eine ganz andere Mannschaft gesehen, Abi. Wir haben eine ganz andere Mannschaft gesehen mit einer ganz anderen Aufstellung, mit einer Einstellung. Wir sind vorne drauf gegangen. Ja, war alles okay. Das muss ich jetzt nur wiederholen gegen Paderborn. Wird der Trainer die gleiche Mannschaft spielen lassen? Keine Ahnung, Per, das weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich so lassen, gewonnene Mannschaft auseinanderreißen. Ja, ja. Ist meistens nicht gut, aber wie gesagt, was der Geritz da jetzt vorhat, ob er da vielleicht was anderes macht, ich würde es nicht machen. Wir müssen natürlich auf jeden Fall den Sieg bestätigen, sonst hat es... Den Sieg müssen wir bestätigen. Wir dürfen nicht verlieren gegen Paderborn. Also, das ist ganz klar. Das Schlimmste wäre, sag ich mal, ein Unentschieden. Ja, das ginge noch. Aber normalerweise, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, das habe ich ja von vornherein gesagt, ja. Dann bist du irgendwo so ein bisschen im Mittelfeld. Dann kannst du beruhigt nach Hertha fahren. Ja. Aber wie gesagt, das ist sicherlich ein schwieriges Spiel hier gegen Paderborn, die müssen auch noch was tun, die wollen auch noch ein bisschen weiter nach oben. Ja. Die haben jetzt so ein bisschen, sind die nach oben gerutscht, weil die anderen Mannschaften auch alle verloren haben oder sich gegeneinander die Punkte abgenommen haben. Aber das soll uns eigentlich nicht stören, Peter, wir müssen Paderborn schlagen. Unbestritten, aber siehst du da nicht auch so, dass Paderborn auswärts stärker ist als zu Hause? Ja, weil sie zu Hause das Spiel nicht machen können. Dann ist also die, genau. Die haben ein paar schnelle Leute vorne drin, genau, und genau. Platte ist ja verletzt. Ja, ja. Aber trotzdem haben sie noch ein paar schnelle Leute drin und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Bin echt gespannt, auch wie die spielen. Und naja, wollen wir mal sehen. Ja? Okay, ich hatte noch am anderen Tag mit zwei Leuten aus Hamburg gesprochen, die sagten mir, ja, St. Pauli hat das schlechteste Spiel der Saison gemacht und Schalke das beste. Kann sein, muss nicht sein. Ich finde jedenfalls, dass unsere Mannschaft super gespielt hat, dass sie draufgegangen sind und klar überragend. Auch den Tabellenführer beherrscht hat. Ja. Haben wir alle nicht mitgerechnet. Nein, der größte Teil hat ja gesagt, oh, Schalke verliert, wie hoch und. Und wir haben ja auch beide gesagt, wenn wir dreckiges 1-0. Ja. Machen und wir gewinnen das Spiel, soll mir das egal sein. Genau. Und es ist leider sogar, oder nicht leider, sondern ist mehr geworden, als nicht nur das 1-0. Überzeugend. Toller Sieg. Also drücken wir die Daumen gegen Paderborn. Wir müssen mal schauen, was im Verein noch sonst los ist. Ja, da ist ja jetzt so ein neuer Mann im Gespräch. Ja. Der Ben Manga. Ja. Der auch schon. Ben Manga, ein schöner Name. Äquatorial. Guinea, ja, okay. Schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie sich der Verein das vorstellt. Mhm. Weiß ich nicht, aber man muss jedem eine Chance geben, oder? Jawohl, so ist es, Peter. Aber wie gesagt, ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß nur, dass man Hechelmann jetzt... Ist ja diese Woche einiges passiert. Ja, Hechelmann haben sie entlassen. Ja. Ich weiß gar nicht... Und warum und weshalb, also das hätte man, das hätte man wahrscheinlich auch vielleicht auch ein bisschen anders machen können. Aber wie gesagt, ich kenne den nicht, keine Ahnung, ob er überhaupt jetzt hier hinkommt, ist natürlich auch noch eine andere Frage. Vom FC Watford soll er kommen. Ja, da war der, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr oder technischer Direktor oder wie auch immer. Aber wie auch immer, er kennt Schalke nicht und genauso ist das ist das Einzige, was mich immer irritiert, dass man Leute holt, die Schalke gar nicht kennen. Wir haben und die ja, die zweite Liga nicht kennen, habe ich, ne? Ja, weiß nicht, ob er die zweite Liga kennt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, der kennt unseren Verein nicht. Ja. Und man muss jetzt auch erstmal schauen, wo geht die Fahrt hin. Ja. Ja? Also man kann ja jetzt kein großes Geld ausgeben. Ja.
Man gibt mehr Geld aus hier für Direktoren als für Spieler. Und das irritiert mich ein bisschen. Ja, da gebe ich ja recht. Wir haben da den einen oder anderen Transfer, den wir machen wollten, konnten wir nicht, weil wir kein Geld haben. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange Hegelmann den Vertrag hat. Knebel müssen wir noch bezahlen bis zum Sommer. Genau. Den müssen wir dann ja auch noch bis zum Sommer. Jetzt kommt schon wieder ein neuer. Also wir geben reichlich Geld aus, aber nicht für Spieler. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz steht das Spiel an gegen Paderborn. Und da hoffen wir für alle Schalker das Beste, dass wir da wieder erfolgreich sind. Und Abi, Glück auf! Glück auf und auf einen Sieg, Peter. Nur 3 Punkte zählen. Jawohl. Nur der S04. Nur der S04.